Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin am Eibsee heute Nacht aufgebrochen, um 1 Uhr mich ins Auto gesetzt, bin hier runter an den Eibsee gefahren. Wundervoller Fotospot hier. Auch jetzt hier, man sieht hier hinten, ist noch alles schön im Nebel. Das Licht kommt so langsam hier hinten rein. Man sieht, wenn ich jetzt hier oben irgendwo die Zugspitze hier durchgucken, sieht man nicht mehr. Doch, ganz, ganz schämhaft sieht man hier hinten noch die Zugspitze. Muss ich das Ding mal hochstellen. Ja, hier oben Zugspitze, blauer Himmel, hier die Wolken, der Dunst. Schade, dass über den See nicht mehr so viel Dunst ist, sondern der hängt jetzt hier oben drin. Ich habe mir hier schon mal Foto mitgenommen. Gleich hier von dieser Location. Allerdings bräuchte ich hier hüben noch ein bisschen mehr Licht. Aber ich stelle euch das Ganze hier gleich mal hier auf dem Pocket vor. Also mein erstes Motiv. Ich drehe euch mal rum. Das war gleich hier am Anfang diese Brücke hier. Geht so eine Brücke, ja, vom großen Eibsee hier rüber in den kleinen Eibsee oder was das ist, keine Ahnung. Die Brücke habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Und hier hinten drin ist so ein schönes Licht. Auch hier wieder so schön die Wolken hier drin. Aber also ungefähr wie hier, dass hier noch der Baum hier noch mit drin ist, habe ich mir das Bildchen mitgenommen. Und dann einfach hier ein paar Meter nach vorne. Ja, schade. Jetzt wollte ich euch das vorführen. Denn genau gegenüber von mir, hier hinten drin, wäre jetzt eigentlich die Zugspitze. Hier sieht man noch irgendwas so ein bisschen, ja, genau hier oben. Und die hat sich dann hier unten im Wasser gespiegelt. Auch ein ganz tolles Bild. Dann hier drüben, ja, kriegt so langsam das Ufer das schöne, sanfte Morgenlicht. Ja, Die beiden Bilder habe ich mir jetzt am Anfang erstmal mitgenommen. Und ich würde sagen, ja, vorhin vom Weg hierher habe ich auch mal so ein Bild durch die Bäume gemacht. Also erstmal die beiden Bilder, würde ich sagen, blende ich euch mal ein. Hier sind die Bilder. es ändert sich hier sekündlich, kurzer Nachtrag. Jetzt ist es frei. Also man sieht im Wasser hier unten, spiegelt sich die Zugspitze und oben sieht man die jetzt auch hier so durchscheinen. Und wie gesagt, das Bild so ungefähr habe ich mir mitgenommen, aber das ändert sich hier sekündlich. Also man muss hier schwer auf der Hut sein. Jetzt die Bilder. Ja, meine Lieben, das Ganze hier, das ist eine absolute Traumlocation. Absolut genial hier. Also, bin begeistert hier. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, wer hier aufschlagen will, fotografieren will. Ja, wir haben jetzt 6.41 Uhr. Es ist noch angenehm hier. Also, ist noch
also ein paar Fotografen, ein paar Jogger, ist hier nichts unterwegs. Und ja, ich glaube dann so ab 9, 10 Uhr, dann kann man das vergessen hier. Aber wieder hier ein schönes, ja, Komposition. Ich gehe mal hier runter. Ich weiß nicht, ob mich der Pocket jetzt verliert oder ob ich da noch drin bin. Sieht so aus, als ob ich noch im Pocket bin, weil hier sind so Felsen drin. Ich mache das Ganze mal auf der Kamera an, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was ich mir hier vorstelle. Also Kamera ist an, die Zugspitze spiegelt sich wieder so richtig drin. Jetzt ist natürlich gegrobt, wenn die hier noch die Felsen, die will ich mit drin haben. Hier die Felsen, dann wieder die Spiegelung, hinten das schöne sanfte Licht drin. Ja, dieses Motiv will ich mir auch mitnehmen. Machen wir die Kamera wieder aus. Ja, ich bin hier auf 15 mm, 13er Blende. Boah, ist das. Das ist absolut genial hier. Mach das Ganze hier ohne Stativ. Bin nur, naja gut, am besten die ISO. Ich mache mir hier mal 300 ISO. Weil sonst bin ich nur bei 1/25. Und jetzt bei 1/80. Ja, meine Lieben, wie sieht's aus? Ja, finde ich eigentlich ganz genial, das Bildchen. Finde ich eigentlich ganz genial. Und ich würde sagen, hier kommt das Bild. Ja, meine Lieben, nächste Location, einfach hier 10 Meter nach rechts gelaufen. Also hier oben läuft so dieser Wanderweg rund um diesen Eibsee herum. Die gegenüberliegende Seite ist natürlich fotografisch uninteressant. Die komplette Landschaftsfotografie spielt sich eigentlich hier hüben auf dieser Seite ab. Und also wer hier dann unterwegs ist, es ist alles hier sehr rutschig, feucht, nass. Diese Felsen und diese Wurzeln, die hier sind, man muss schwer aufpassen, gutes Schuhwerk anziehen, sonst kann das Ganze hier ja, in der Katastrophe ausarten. Man muss ziemlich viel hier rumklettern zwischen die Felsen. Aber es lohnt sich. Nächstes Motivchen stelle ich euch mal wieder hier hinten vor. Dazu muss ich auch wieder hier runter. Pocket hat mich noch. Dann würde ich sagen, mache ich die Kamera wieder an. Also Kamera läuft und ja, ist halt wieder der Grob drin, also wieder hinten die Zugspitze, hier vorne diese Stütze, die sich hier drin spiegelt, hinten wieder das Licht, dann spiegelt sich hier die Zugspitze wieder hier drin, also auf dem Foto ist da ein bisschen mehr drauf, man muss nur aufpassen, wie man sich hier stellt, dass hier drin dann diese Spiegelung von der Zugspitze hier nicht abgeschnitten ist.
Also das Bildchen will ich mir ebenfalls mitnehmen. Und ja, würde ich sagen, hier kommt dieses Bild. Ja, meine Lieben, etwas Frühstück muss sein. Kommt ein Ende. Hier war gerade hier so eine Forelle. Ist jetzt gerade an mir vorbeigeschwommen, ich glaube so. Jetzt kommt ein Ende, die will von meinem Brot hier essen. Also, wie gesagt, ein Fotograf, Landschaftsfotograf, muss viel Nahrung zu sich nehmen, um schöne Fotos zu machen. Er muss bei Kräften bleiben. Guten Appetit. Fotofreunde, hier kann man sich totknipsen. Absolut genial hier. Ein Traum zum Fotografieren. Vor allem jetzt, wie eben schon angesprochen, am Morgen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir sehen uns. Ja, auch hier ist nochmal ein schönes Motiv. Mit der Insel hier drin. Dann auch hier die Wolken hier rüber. Hier spiegeln sich die Wolken. So richtig schön, naja gut, Bewegung ist im Wasser, aber trotzdem finde ich das ganz, ganz spannend. Nur ich war weiter unten und habe von der Wasseroberfläche aus mein Foto gemacht. Ja, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, hier kommt das Bild. Ja, meine lieben Fotofreunde, ich bin wieder mit meiner Assistentin unterwegs, um den schönen See, die schöne Natur zu genießen. Ja, wir beide sind verzaubert, bezaubert von dieser genialen Landschaft hier. Freunde, wir hören uns. Ja, meine Lieben, nächstes Motiv wieder hier unten am Strande. Hinten ist wieder dieser Turm von der Seilbahn, dieser rote Turm. Hier oben ist so ein Ast, den will ich da mit drin haben. Ich mache es mal auf der Kamera, ich mache die Kamera mal an, damit ihr wisst, was ich meine. Also ungefähr wie hier. Schade halt immer, dass der Grob hier in der R. Also auf dem Foto ist wieder wesentlich mehr drauf. Ich will so oben diesen Ast hier drin haben. Ja, dann hier hinten ist die Sasseninsel, die ist so leicht im Licht hier drin. Dann wieder diese Wahnsinnsstimmung. Dann die Stütze hier von der Seilbahn, die spiegelt sich hier unten. Ja, das Bildchen habe ich mir eben mal mitgenommen. Und ich würde sagen,
Hier kommt das Bild. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein vom Eibsee, mein Fotowalk an den schönen, schönen Eibsee mit Hintergrund die Zugspitze. Absolut genial hier, wie schon vorhin erwähnt. Absoluter Tipp hier zu fotografieren. Man kann sich hier tot fotografieren. An alle 10 Meter tut sich hier eine neue Location, super Location auf. Aber ich lasse das dann gut sein für heute. Ich würde mich freuen, wenn euch die Bilder wieder gefallen, wenn euch das Video wieder gefällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Mal ebenfalls wieder begleitet. In diesem Sinne, bleibt gesund, geht raus zum Fotografieren. Ciao, ciao, euer Frankie vom absolut genialen Eibsee.